Ja, hau rein. Okay, also wir stehen jetzt hier bei Amevi, genau. Bei Amevi. Ja. Genau, wir stehen hier bei Amevi Germany und ich bin wieder mal an einem Scale-Modell stehen geblieben. Das haut einen auch ziemlich um, weil es ist sehr detailverliebt hier vorgegangen worden. Ich fange mal mit dem kleinsten Detail wahrscheinlich einfach mal an. Ein funktionierender Türgriff und eine zu öffnende Tür an einem, du kennst dieses Modell wahrscheinlich, Sergei. Ich bin gerade überfragt. Das ist ein MAN, wie heißt denn der? Naja, ist auf jeden Fall ein MAN. Genau, und man sieht hier halt sehr schön, sehr tolles Detail, Tür zu. Auch hier solche Klappen und Deckel, die sich öffnen lassen, wirklich schön. Und natürlich das Highlight, das muss ich wirklich mal sagen, das ist echt schön gemacht. Kann die Fahrerkabine hochklappen. Ja, langsam, das geht hier mit diesem Hebel. Ah, da ist ein Hebel, genau. Nach oben ziehen. Genau, den zieht man nach oben. Geht die Arretierung auf und dann halt das mal hoch. Genau, habe ich. Und also das ist wirklich mal was ganz Besonderes. Es wurde um den Elektromotor ein Motorblock-ähnliches Gerüst gesetzt mit einem Kühler oben drauf, der wirklich so aussieht wie ein richtiger Motor, ja. Also ein richtig großer, weiß nicht, wie viele Zylinder das darstellen sollen. 12 Zylinder? Ja. 12 Zylinder Motor soll das darstellen. 12 Zylinder, ich muss schon sagen, also das ist wirklich sehr beeindruckend, einen Elektromotor so zu verkleiden, dass der dann aussieht wie ein Verbrennungsmotor. Wirklich schöne Arbeit. Auch sehr schön zu zeigen. Ich mach mal wieder zu. Fand ich persönlich hier unten runter, wenn man hier unten runter mal reingeht, diese schönen Achsmanschetten. Also das ist wirklich tolle Arbeit. Da geht wirklich kein Dreck rein. Das ist absolut sauber gekapselt. Genauso was den Antriebsstrang an sich betrifft. Das ist eine durchgehende Welle, so wie man das halt bei diesen Trucks kennt. Also es wurde wirklich so wie im Original gearbeitet. Ja. Und auch hier der Aufbau hinten sehr schön gemacht. Man kann hier zusätzlich eine Plane drüber spannen. Ja, also das ist wirklich sehr schön gemacht. Man kann ihn dann noch ein bisschen, ich sag mal, verdrecken und ein bisschen, sagen wir mal, noch Used Look geben, dass der dann noch realistischer aussieht. Sau schwer das Ding natürlich. Ja. Aber auch jetzt nicht so, dass man den nicht heben könnte. Nee. Aber es ist halt, man kriegt quasi das Grundgerüst und geht dann hin und macht die Macken rein, macht dann eigene Customized Dinge, Beleuchtung, Aufkleber und was weiß ich nicht alles. Und die gibt es natürlich auch noch in einer schönen Variante. Also hier gefällt er mir fast noch besser. Mit Doppelachslenkung. Sehr, sehr schön. Aber dann hinten nur eine Achse. Oder, wenn man es ganz, ganz haben will, dann hat man eben hier eben den Vierachser. Das ist natürlich schon richtig geil. Zwei Achslenkung, vier Achsen. Richtig geil, muss man schon sagen. Auch hier mit diesem Reserverad, was man hier oben eingebaut hat. Das kann was. Das muss man wirklich sagen. Das ist richtig cool. Die sind auch schon Aussparungen für LEDs schon direkt eingebaut. Richtig toll. Ja, auch Scheiben sind schon drin. Also das scheint eine etwas andere Variante zu sein. Aber das Interieur muss man generell immer selber ausrüsten. Das ist klar. Das wird nicht gegeben oder so. Ich weiß nicht, ob man den hier auch zurückklappen kann. Hier vorne scheint dann der Akku zu sein. Dort scheint der Akku wahrscheinlich mittig angeordnet zu sein. Ja, ja, der Akku ist hier irgendwo drin. Genau, hinten drin. Ich weiß nicht, ob man das Ich weiß gar nicht, wie man das aufmacht. Keine Ahnung. Ich glaube, nee, das ist nicht verstellbar. Also das ist Also ich zeige euch mal hier den Rahmen. Ja. Das ist ein Rohrrahmen. Ja. Man sieht es auch hier, also die Ausgänge, das ist original. Also es ist absolut am Original. Ich bin mir nicht sicher, ob der hier im Original einen Rohrrahmen hat. Ja, doch, doch. Das ist, der Pinzgauer hat das eigentlich normalerweise nur. Keine Ahnung, wie originalgetreu das hier ist. Also weil der MAN Cut heißt der, glaube ich. Der hat das so, glaube ich, nicht. Oder vielleicht doch. Ich muss mal gucken. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, hier ist eine kleine Servo-Ansteuerung unten drin. Ja, irgendwo muss ein Servo haben. Also hier muss eine Ansteuerung sein. Ich habe das Gefühl, dass man hier die Differentiale sperren kann. Oder dass es sich hier um einen Schaltgetriebe handelt. Nee, ich würd fast sagen, das handelt sich hier um ein Sperrdifferential. Dass ich die hinteren Achsen noch zusätzlich sperren kann. Also dass ich von vorne oder vielleicht den Allradantrieb zuschalten kann oder auch abschalten kann. Ja, gut. Also ich bin mir nicht sicher, wie scalig das alles ist. Ist aber auf jeden Fall ein eindrucksvoller Auftritt, muss man einfach mal sagen. Wenn man damit irgendwo hinfährt, wo Scaler sind, das ist schon, da hat man... Na gut, ob sie dich da nicht für die Halbscaligkeit irgendwie du musst ihn ja noch angehen. Ich meine, du siehst hier diese glatten Kanten, du musst ihn natürlich... Aber diese Menge an Schrauben ist natürlich fantastisch. Ja. Ja, Leute, Amevi. Mal wieder lustige Sachen. Aber den gab es schon, glaube ich, letztes Jahr, aber da haben wir nicht drüber berichtet. Ja, ihr habt diesmal die falschen Personen dabei, die mehr über Autos berichten. Ja, den haben wir den Hokur, den Autofreak.